So. Oh mein ich Gott. Auch. Ich auch nach ein paar Runden Rangkampf ging. Gegen gute Leute und ich bin ein Noob-Team. Auf dem Boden ist eine Katzenpfote eingestampft worden. Also wäre dann so, wir tun hier diese Eisblöcke hier gerade zerstören. Kann ich dich aber am schlimmsten... Warte mal. Am schlimmsten ist das doch, ne? Jetzt mal vom Ragen her. Nachts, wenn deine Eltern schlafen, du richtig ausrasten willst, aber das Schlafzimmer von deinen Eltern genau neben anderen dein Zimmer ist. Ja, cool, das Schlafzimmer von meinen Eltern zwei Stockwerke weiter oben ist als mein Schlafzimmer, aber ich bewusst so gewählt. Du kannst ragen, wie du willst, du kannst ausrasten, du kannst Sachen auf den Boden schmeißen und ich muss leise bleiben. Das ist ja schon gut. Deprimierend. Ja, ich hab's mal geschafft, einen Controller bei so einer Aktion zu schrotten, also. Ja, gut. Nicht unbedingt effektiv, so. Zwangsweise. Bei mir ist direkt die Küche neben meinem Zimmer und die Toilette, das heißt, ich hab mega Glück. Du hast nur manchmal nachts so... Nein. Ich liebe es, wenn ich abends in die Küche gehe und dann noch Pfannkuchen in der im Kühlschrank sind, die schmier ich dann voll mit dem Teller und stopp sie in Fall. Willkommen to another German Food Review. Today it's Nutella Time. Oh, Nutella Time. Nutella ist aber ziemlich gut. Aber Nutella ist ganz in Ordnung, wenn man die auf dem Boden mit Boxershorts ist. Nur so kann man sie richtig aufkochen. Alles klar. Ja. Day to Nutella Time. So. So, Gamer Couch, ich werde dich jetzt interviewen, denn wir hatten als Schulaufgabe über die Ferien unser Vorbild zu interviewen. Oh. Wenn wir jetzt treffen oder halt Sachen aus dem Internet raussuchen und jetzt habe ich eine Gelegenheit. Das kann ich auch mal eine Gamer Couch Wikipedia-Seite anlegen. Es also, gibt auch YouTuber-Wiki. So, da muss man eintreten, ja. Wenn es machen. Ich habe 5 Fragen. Okay. So. Du musst dich alle beantworten. Wenn sie dir zu unangenehm sind, sagst du einfach weiter, okay? Okay. Wie alt bist du? 15. Das ist kein Geheimnis, ne? So. Wie heißt du mit Vornamen? David. David. Schöner Name übrigens. Danke. So, Frage Nummer 3. Was ist deine Lieblingsspeise? Schweinebraten mit Nudel. Die ist beides, ne? Naja. Ich mag gerne, jetzt mal nur so, du weißt, ich will auch keine cool Interview, ist? Nee, was? Pferdeklops, also Pferdefleisch, da, kein weißt du, was ich meine? Oh. Also Sauerbraten mit Nudeln. Ah ja, Sauerbraten, ja, aber Pferdefleisch ist dann Sauerbraten, oder? Und ja. Da schreit jemand so, ich will Stierhoden zum Essen, ich will Stierhoden. Stier, alles klar. So, ich kapier nicht, wie das die das reine geht. Das machen wir was anderes jetzt erstmal. Alles klar. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Ja. Oh, gute Frage. Ich glaube wirklich, mein Lieblingsfilm, so seit den letzten im Kino geschaut habe, ist tatsächlich La La Land. Ich meine, ich kennt ihr den. Es hat 6 Oscars, der Film. Ist wirklich. La La Land. Ja, du, es ist krank. Aber ja, irgendwie. Ja. Aber es ist auch selten Film, muss man dazu sagen, ne? Ich war halt auf dem Geburtstag von einem Freund. Okay. Und dann sagt er so, ich werde mir in der weiterführenden Schule einen neuen Namen. Ich geh mal kurz, du bist echt unmöglich. Du kannst doch nie wischen. Du kannst nie wischen. Kevin Stream, ne? Das ist unglaublich mit dir. Was zum? Das ist jetzt schlimm. Da haben 2 Leute auf einmal geredet, Mann. So, ach Gott, du musst hier wieder Band Blumen raus, irgendwie, ohne dass die Frau mich da jetzt abfuckt. Das wird fair. Mine, geh mal, bist mein, du? Geh mal bitte nochmal. Geh mal kurz, geh mal nochmal in die Tempel. Ja, da rein. Ich will mal kurz gucken. Vielleicht, ich glaube, ich kenne ihn sogar. Ich hab's mal gesehen. Dann geh ich erst nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich den mal gesehen habe. Okay. Dann geh ich da nochmal rein. Ah, oh, doch, den kenne ich, den. Ich meine, den hat Don Ten nur mal ganz am Anfang gemacht, ich kenne ihn. Kann gut sein, ne? Ich glaube, ich habe du bist Folge 100 oder 150, habe ich von seinem Let's Play gesehen. Ich meine, ich müsste mich an den Tempel noch erinnern können. Okay, der ist bei mir. HKX. Ja? Willst du mein Freund sein? Nein. Warte.
Wie meinst du das? Gibt es auf Discord auch noch so Freunde? Ja. Ja, man kann sich. Ja, man kann sich hey, so richtig du. Elben. Jonas, bei 13. Nee. Das hat sich gerade so voll so angehört, so. Will ich dir meine Freien zahlen? Übrigens. So abends schaut sie immer durch ein Fenster und sagt ihr so: Willst du mein Freund sein? Was für ein blutiges Messer in der Hand. Dieses. Und dann einfach die Antwort so: Nein, will ich nicht. Leute, das ist die beste Antwort, wenn ihr in den Raum kommt und dann da jemand steht und sagt: Willst du mein Freund sein? Wenn ihr halt, ihr macht die Tür. Ihr steht noch an der Tür, auf den Tür hinein und sagt so: No, Tür zu und weg. Lol. Nur so nebenbei, dieses Jonas HKX heißt eigentlich nur Jonas hat kein Xylophon. Alles klar. Alles klar. Ey, weil da irgendein normaler Mensch draufkommt, ne? Ja, are you fucking kidding me? Nein. Alter, Gamer ist wirklich. Mystery, wie hast du eigentlich in. Wie hast du das eigentlich. Ich hab das verzögert. Wie hast du das eigentlich in Meinung benannt? Weil ich die Wette verloren habe, das hättest du schon gestern merken müssen. Warte, ich kenne den Tempel. Ja, meinen hattest du davor auch schon. Ich auch. Also, ob du mit sowas wertest, du Lappen. Ich wette, wenn du um Geld. Also, verstehst du das echt nicht? Das ist doch eigentlich mega einfach. Ist so. Was? Du hältst mit den Eissäulen. Du hältst mit den Eissäulen die Fässer an und schießt mit einem Feuerball drauf. Gamer Couch. Gleichstand zwischen Likes und Dislikes. Ich hab's gerade. Ganz einfach. Das ist der Tempel, den habe ich schon gesehen. Einfach mit den Eissäulen. Ein Fass hochheben und dann. Ah, jetzt kapier ich das. Schön, dass ich keine Feuerfalle habe. Wie schon gesagt, gerade geht das bei mir nicht, weil, wenn ich den Stream anmachen würde, höre ich nochmal Stimmen und ich würde alles doppelt und dreifach hören. Ja, dann mach doch. Das geht doch einfacher. Mach doch einfach den Ton vom Stream aus und dann guck den Stream lautlos. Du kriegst ja alles trotzdem mit. Stimmt so, stimmt eigentlich. Ich bin ja am Handy, deswegen. Das geht da auch. Ich habe gerade auch keine Kopfhörer drin, weil meine am Arsch sind. Also, Mikrofon geht, aber ja, mein. Boah, was wird denn hier alles empfohlen? So, was mache ich jetzt, wenn ich keinen Feuerfall habe? ist ja Bombenfall. Nee. Hab ich Bombenfall nicht. Geht, glaube ich, nicht bei den Steinen. Da geht es wirklich nur mit den Fässern. Doch, ich hab Feuerfall. Du kannst doch einfach dein Bombenmodul benutzen. Nee, ich hab kein Feuer. Stimmt eigentlich. Entscheidung. Das macht mehr Sinn. Sekunde, ich meine, das normale wenn ich mich nicht irre, ging das nur mit den, wirklich nur mit den Fässern. Man musste, glaube ich, wirklich die Fässer an der Stelle benutzen, weil das normale Modul noch zu schwach war. Also das normale Bombenmodul. Ich tu die Bomben jetzt erstmal an die falsche Seite werfen, nicht Step. Gamer Couch. Ja. Ab heute bin ich nicht mal Gaming Arias, ab heute bin ich Jonathan. Okay? Okay. Heute, hey, du kannst das auch einfach so machen. Guck mal, du zerstörst diese Eissäule. Du nimmst die Eissäule, gehst dann, also du gehst auf diese Eissäule drauf, kletterst auf die Eissäule drauf, mach das immer wieder nach vorne. Er hat keine Eispfeile, er hat keine Feuerpfeile. Und er hat auch keine Bombenpfeile. Was hat der Junge überhaupt? Hatte ich mal. Warte. Lass mich erstmal ausreden. Du gehst auf diese Eissäule drauf und machst es immer so weiter. Also ich geh auf der Eissäule. Das Einzige, was du noch machen kannst, ist mit Bomben zu probieren. Aber ich bezweifle, dass die funktionieren. Ich meine, das ging nicht. Nein. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hier ist gerade eine mega riesige Spinne. Ach, aber Alter, hast du die alleine gekommen bist? Ich bitte dich. Da ist eine brüchige Wand und es ist explosive Fässer und du kommst nicht auf die Idee. Ja gut, ja keine Ahnung. Ja, ich hatte gestern ein bisschen zu wenig Schlaf. Das habe ich so einen Eindruck. Komm nicht mit zu wenig Schlaf. Ich habe 9 Stunden Schlaf. Ich sollte nichts sagen heute. So. Ja, es funktioniert. Sag dich doch. Oh, jetzt hat es beide gleich auf einmal zerlegt, oder? Aber ich muss sagen, diese Schreine waren doch echt leicht. Ich finde wirklich, die hätten die etwas schwerer machen sollen, weil man konnte auch in extrem fuck, viel nein! Bombe. Ich hab die Bombe so früh gezündet, ich Depp.
Ich meine, man konnte die auch an extrem vielen Stellen nudeln, zum Beispiel bei dem Tempel. Wie man dumm bin es. Wie dumm bin es. Dass du dumm bist, wissen wir. Warte mal. Ah. Mann, bin ich dumm. Unnötig. Okay, abgekackt. Mein Discord. Einfach nur nein. Nein. Also, nein, nicht das. Ich hab's jetzt geschafft. Nein. Gamercoach, wir wissen, weil ich dumm bin. Guck mal, du nimmst die Eissäule als Brücke. Das heißt, du kletterst auf die eine Eissäule drauf, nimmst das als Brücke und dann nutzt du dein Bombenmodul, also wirst ja, das ich, in der ich, Luft, halt, dass es dann explodiert. Ich hab schon geschafft, die Fässer zum Explodieren zu bekommen. Nein. Nur ich hab es gerade einfach selbst geschafft, mich in die Luft zu jagen. Ich weiß, was du meinst. Ist ja danke. Wie kann man so dämlich wie du sein? Ja, das ist ganz einfach, kann ich dir sagen. Da ist, glaube ich, schon ein Ding der Unmöglichkeit, so dämlich wie du zu sein. Ah, jetzt weiß ich, was weitergeht. I get it. Ah. Nach Jahren. Ich kapier's, glaube ich. Ja, wir haben ein Like mehr als ein Dislike. Cool. Ich habe mal eine Frage. Frage? Hört man das? Was? Ein bisschen. Man hört, dass du irgendwas anhörst. Ich höre Apparat Nummer Uno. Oh Gott. Oh Gott! Nein. Bitte spring aus dem Fenster. Danke. Empfehlt mir einen guten Song. Bibi Haut ist Wop Wop. Viel lauter. Bibi Haut ist Wop Wop. Nein, Bibi ist Wop Wop. So ist doch ein cooler Song. Ja, aber so ist von Hallo. So, jetzt, wenn du bist jetzt auf diese Eissäule drauf, am besten noch ein bisschen näher ran. Also an diesem Brocking-Ding. Boah, Game, ich komme da gerade nicht drauf klar. Wie kann man bloß so dämlich wie der sein? Wieso kommt man nicht drauf? Was ist das? Das ist so ein einfaches Rätsel. Der ja, natürlich, ja, du. Ich habe auch keine Ahnung, weshalb ich da gerade nicht drauf komme. Ja. Oh. Bin ich nicht gut? Du bist ein Retard, mehr nicht. Und bevor sich irgendwie am Stream beschwert, ich bin der Einzige, der den beleidigen darf. Eigentlich nein, bist du nicht, aber gut. Eigentlich doch. Eigentlich nicht. Nee. Woher hast du das Rest, mich zu beleidigen? Musstest du, es gibt hinter ich habe den Rang dazu. Ich habe den Rang dazu, dich zu beleidigen. Ich habe echt den, du darfst beleidigen, Rang. Ich wüsste gar nicht, dass es so einen Rang gibt. Hinter dem Song von Bibi's Beauty Palace oder wie auch immer die heißt, eine kleine Geschichte hinter dem Song. Ach noch was, Gamercloud. Du kannst es dir noch einfacher machen als mit den Bomben. Du siehst ja die blau leuchtenden Fackeln, du zündest einen ganz normalen Pfeil an über eine Eissäule und sprengst damit das Fass. Das würde auch gehen. Ja, nein. Aber was machst du über den umständlichen Weg? Der ist jetzt endlich gesagt. Ich bin dumm. Es gibt so einen leichten Weg. Ja, es hat das vorhin so einen Saft gehabt, aber dann hab ich mich mit einer Bombe selbst umgebracht, so dumm wie ich bin. So. Ich hab's geschafft. Los! Ich hab's geschafft, man glaubt's nicht. Gamercouch? Wusstest du, irgend so ein komischer Russe zündet 100.000 Böller an? Welcher Russe ist es? Eiblali! Eiblali. Magst du Bratwurst? Ich nicht hoch. Ja, ich mag. Aber warte, ich beantworte die Frage. Und zwar. So, jetzt habe ich die Fässer zerstört. Ist die Frage, wie geht's weiter? Oh, da hat jemand bei mir was geklopft. Entschuldigung. Als ob du die Fässer jetzt zerstört hast, du Vollidiot! Ich glaube, man. Ich hätte die Fässer gebraucht, ne? Du Vollidiot, du brauchst die Fässer doch, um die Wand zu sprengen! Das macht Sinn. Ich gehe mich mal umbringen, falls mich jemand sucht. Einer Person. Vorhin sag ich es ihm vorhin noch. Ich gehe mich mal umbringen, falls mich jemand sucht. Ja, bitte mach das. Und dann gib mir ein bisschen Telefonkarten, damit ich weitermachen kann. Also das war irgendwie gerade ein bisschen unnötig. So, ja, ich bin Zellas, nee, ich weiß. So dumm. So viel Dummheit kann doch nicht in einer Person stecken. Ja, du, das weiß man nie. Du hast die Dummheit mit Löffeln gefressen, das kann das sein? Ist gerade in der Tat ein bisschen peinlich.
Bisschen, so ganz kleines bisschen. Ich mute das jetzt und nehme dir nur Ränge weg, ne? Ey, nein, das ist so peinlich, dafür müsst du dich eigentlich mit den Bomben wieder selbst sprengen. Na. Ich geb euch einen Schuss, okay? Das geht auch. So. Also. Du kannst auch so, du dummes Kind.